So, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Und ja, ihr seht es wahrscheinlich schon und kennt es wahrscheinlich auch. Portal, ja. Das habe ich jetzt neuerdings, da hatte ich auch schon ein paar Mal aufgenommen. Sogar mit Besuch einmal, aber immer wieder kam da irgendeine Scheiße bei raus. Einmal hat sich das Spiel aufgehängt, einmal das Aufnahmeprogramm, einmal der PC. Ja, die perfekte Mischung, alles zusammen. Und dann hatte ich es erstmal gelassen. Jetzt hoffen wir es, dass es diesmal gut läuft. Und starten noch ein neues Spiel. Und nicht irgendwie denken, das lag auch nicht an meinem PC oder so. Das war so eine. Ja, das war einfach ein. Ja. Jetzt bin ich hier gespannt. Eventuell hören wir hier ununterbrochen so eine Roboterstimme labern. Extrem. Oh, das haben wir schon kaputt gemacht. War toll. Kann sein, dass er gleich so eine Roboterstimme kommt und uns voll quatscht. Wir sind jetzt hier in diesem Raum gefangen. Wir sind so eine Art Versuchskaninchen. Das können wir noch mal ins Klo schmeißen. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Abbott. Da ändere ich auch mal kurz das Lautstärke so noch ein Tick leiser. Aber soweit ist es ja auch schon, damit ihr mich auch versteht, weil die labert wirklich ununterbrochen. Aber ja, trotzdem wollte ich den Ingame-Sound drin behalten, weil solange man mich lauter hört und die nur leise im Hintergrund, ist es ja nicht so schlimm. Weil mein Kontrast ist natürlich wichtig, der Kontrast ist natürlich wichtiger, weil wir jetzt mehr, also so eine scheiß Laberstimme. So, noch 9 Sekunden. Extrem nervig die Stimme. 2, 1. Ja, gut. So, jetzt ist das Portal offen. Jetzt redet ihr auch nicht so ganz unterbrochen. Nicht ganz ununterbrochen, aber oft. Hier eine Überwachungskamera. Wir sind hier schon so eine Art Versuchskaninchen. Und falls ihr das Spiel noch nicht kennt, zeige ich es einmal. Die Tür ist zu. Jetzt legen wir das da drauf. Die geht gut auch gemacht. Auf. Wenn bitte ich dort stehe, geht es runter, jetzt geht es wieder aus. Achten Sie zunächst jedoch auf das stehen lassen. So. Dieses Material mal Fahrstuhl. Ich finde diese Matratzen hier so. Na. Der Fahrstuhl ist, glaube ich, nur vor der 2 noch lahmer. Der Pferde, da braucht man echt ein bisschen Geduld. Ist natürlich jetzt nicht ewig lang, werdet ihr gleich sehen, wie man da warten muss. Aber für mich regt es irgendwie auf. Wenn es nur so kurze Räume sind und dann. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Portal ändert dich. Zack. Ah, jetzt ist es draußen, aber wir nicht. Ja, schade. Wäre ein bisschen schneller gegangen, aber gleich ändert sich das Portal auch nochmal. So, jetzt müssen wir es nämlich auf den Schalter legen, das Ding. Genau, hier drauf. Scheiße. Perfekt. Jo. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da ja, ist ja. Kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen. So, jetzt hier raus. Und jetzt muss da oder so ein Portal erscheinen gleich, ja. Subi. Und jetzt durch die Kammerschleuse wie immer und dann sind wir auch schon im nächsten Raum. Das müsste jetzt Testkammer 2 sein, schätze ich mal. Die spielt eigentlich auch nicht so eine große Rolle. Es sind einfach hier ganz viele Testkammern. Das ist halt Portal 1. Portal 2 habe ich jetzt direkt noch nie gespielt. Das ist also mein erstes Portal, aber ich habe es öfters mal jetzt auch in anderen Let's Plays gesehen und ich bekloppt, aber mich hat es fasziniert. Also ich fand es echt abwechslungsreich, echt geil, das Spiel. Sie machen das sehr gut. Ja, ja. Beachten Sie, dass der Geschmack Prince of Persia werden wir auch bald wieder aufnehmen. Ich hoffe, ihr stört es euch nicht, wenn ich die Freunde die ganze Zeit labern lassen würde. Wenn ich die labern lassen würde, wäre es mehr Gameplay als Let's Play, weil ich fast ununterbrochen arbeite. Also, ja. Das ist mein neues Projekt. Dann habe ich auch noch geplant als Projekt. Ich hatte ja schon ein paar Mal gesagt, Assassin's Creed 1.
weil ja jetzt auch der dritte draußen ist und das so eine Art Dinosaurus Cut Version ist, kann ich überlegen, ob ich die auch nochmal Let's Play. Aber jetzt erstmal nur das und eventuell Mirror. Ja, das finde ich auch sehr gut. Ich weiß nicht mehr, warum ich schieße. Ich mache das einfach so aus Langeweile. Während ich kommentiere. Und Brick Force, das wird gelegentlich kommen, aber erstmal nicht aktiv und gelegentlich ist auch immer so eine Sache, wenn es jemand sehr gerne mag und das dann sehen will, dann mache ich das dann nur so ganz selten. Ist natürlich scheiße. Deshalb, sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, das. Um auf sie testen zu lassen. Könnt ihr auch in die Kommis schreiben. Jedenfalls würde ich das eventuell nicht so aktiv machen. Irgendwie einmal in der Woche so. Manchmal auch alle zwei Wochen nur. Nur da. So. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Ja, ich weiß, wir sind gut. Jetzt müssen wir dieses Ding da nach oben kriegen. Ach, Mann. Kriegen wir aus Spaß eventuell auch das... Ach, das ist einfach nur so ein Test. Kriegen wir das Radio auch hier durch? Ach, das haben wir gleich mitgebracht. Cool. So. Auch das war wieder sehr gut. Das liegt jetzt hier. Ja, oh, die Lava. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind doch ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Mit, so. Ach, nächste Testkammer. Ich glaube, das stoppt jetzt das Teil. Oder geht kaputt. Ich weiß nicht, ob man von einer Maschine sagen kann, sie stoppt. So, nächste Testkammer. Testkammer 4. Oder 4. Steht doch gleich wieder Ladedaten. Ach nee, gar nicht. 4. 5. Wow. Können wir es nicht irgendwie kaputt schießen? Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Das hier würde ich sagen. Wow. Ah, da ist ja unser wunderschönes Teil. So, jetzt haben wir den ersten. Ach, komm. Bleib stehen. Sitzen. So. Also, das Spiel finde ich echt gut. Echt sehr, sehr klasse. Es ist auch in der Orange Box mit Half-Life 2. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2. What the? Wir hätten da nämlich auch ein Portal reinmachen können. Ja, es ist erhältlich in der Orange Box von Steam für. Also bei Steam kostet die 19 Euro auf CD. Habe ich die sogar schon mal irgendwo bei Amazon oder so für 10 Euro gesehen. Und, Team Fortress 2. Aber Team Fortress 2 ist schon gratis. Und Half-Life 2 und Portal zusammen bei Steam kommt mir auf 18 Euro bei der 98. Und die kosten da halt noch so. Und ich glaube, das ist das gleiche Team Fortress. Also da gibt es auch keinen Unterschied. Deshalb ist es, lohnt sich die Orange Box kaum. Unglaublich. Sie, ja, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjekt nun auch hier. Laberstuhl, wie die labern hier. Komm hoch, so. Oh Gott, jetzt habe ich wieder nicht auf die Testkammer geguckt. Ist ja eigentlich auch scheißegal, weil mich interessiert es immer. Bis Testkammer 10 habe ich mich schon mal eingespielt. Und dann hatte ich aufgehört. Na. Schöne Kanone. Der wir Portale basteln können. Also die PC-Auslastung bei mir und das interessiert euch nicht. Aber die ist bei mir gerade extrem gut. Das Spiel läuft in den Fahrstühlen deaktiviert. Sehe ich oft bei Let's Plays.
dass da was nicht flüssig läuft. Bei vielen habe ich das gesehen. Ich habe verschiedene Let's Player mit Portal angeschaut. Und da stand immer Ladedaten, das steht hier heute drauf. Das war manchmal auch mal ein bisschen extrem. Manchmal läuft es da flüssig, manchmal nicht. Manchmal so, manchmal so. So. Fahrstuhl. Na. Jetzt Ladedaten, gut. Testkammer. Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Stück noch da, Scheiße. So ein Mist aber auch. Ach, da kommt's raus. Flutscht. Schade, das war aus Versehen. Scheiße. Alles umsonst. Ich vergesse immer wieder, dass dieser rote Punkt was Wichtiges zu bedeuten hat. Jetzt kam es hier rausgeflutscht. Na. Jetzt aber. Yeah, jetzt hier durch. Ach, schade. Ins Wasser gehen wir nicht. Falls euch das interessiert, habe ich schon mal getestet. Dann sterben wir irgendwie. Und dann kommen wir hier oder da vorne wieder raus. Wenn ihr aussehen wollt, wenn ihr sehen wollt, wie es aussieht, wenn man stirbt. Reicht auch, wenn euch die Idee gut ist. So, jetzt fahren wir halt. Der Fahrstuhl klang gerade beim Furzen. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr Teste nur dazu dran, dient, ne? Ihr Testerlebnis zu verstärken. Fahrstuhl fahren. Ich bin nicht so der Fahrstuhl-Fan. So. Aber bei Fahrstühlen eigentlich bin ich ja nicht so der Schisser, aber einmal stand ich in einem Fahrstuhl, saß ich, stand ich, versuchen Sie es erst gar nicht. Man sitzt, man steht, und dann ist der stehen geblieben. Man denkt natürlich sofort, der Scheiß bleibt jetzt stehen, und dann stand er da auch ungefähr eine halbe Minute, hat sich nicht von der Stücke bewegt. Ich hatte schon den Notknopf gedrückt, und dann, auf einmal fuhr er weiter. Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte. Dann hat er auch noch ewig gebraucht, bis die Tür aufging. Ah, das war schon scheiße. Ach, wir sind eine Frau. Genau, ihr seht diese Schuhe. Das sind welche, damit wir, wenn wir springen können, uns nie verletzen, egal aus welcher Höhe wir springen. Das Enrichment Center bittet erneut vielmals um Verzeihung, dass diese Testumgebung einfach unlösbar ist. Fantastisch. Ach, sie meinte, sie das waren willensstark und ideenreich, sich trotz dafür des extrem pessimistischen Einflusses. Also wir schaffen echt alles, ne? Wo kommen wir denn raus, wenn wir durch das Portal gehen? Ach, jetzt sind wir wieder hier. Das ist ein äußerst ulkiges Portal, da sind wir an einem Flecken, den wir nicht sehen. Das finde ich auch cool gemacht, wenn man hier durchguckt. Das ist ein anderes Detail, so dass man sich sieht. Das finde ich echt klasse gemacht. Puh. So, jetzt sind wir auch schon in Testkammer 10 und geht's auch weiter. Dann ist es auch für mich noch spannender. Weil ab dort weiß ich nicht mehr, was Sache ist. Hin hatte ich bis dahin, bis Testkammer 10. Die hat inklusive Hallo, Testkammer 10. Hier wieder. Habe ich unsere frühere Warnung. Spektakulär. Sie verstehen spektakulär, Alter, das den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Komm schon. Alter, was willst du? Ach so, stimmt dir, das Portal wird vorgegeben.
Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit. Da, nicht verzweifeln, vielleicht habt ihr euch jetzt gewundert, weil das schnell ging. Da muss man einfach immer wieder durchspringen. Und dann fliegt man irgendwann bis hier, sondern nicht nur bis da oder da. Und dann geht das Ding weiter und dann muss man das Portal schießen und dann geht man hier durch. Dann sieht das so nicht unbedingt aus, aber eventuell auch. Fuck. Eventuell auch. Sagen wir es so, eventuell klappt es auch, das werdet ihr auch gleich sehen. Denn ich werde auf keinen Fall an dieser Stelle hier aufgeben. Wisst ihr was? Das hat keinen Sinn mehr. Ich mache einfach das Portal nochmal neu. Was es bringt, weiß ich nicht, aber... Das ist auch so eine Sache. Manchmal fliegt man unterschiedlich. Ach, jetzt habe ich einfach mal nicht Weg gedrückt. Oder wie wenn wie ihr halt spielt mit der Taste nach vorne. Dat. Und dann ist man automatisch weitergeflogen. Gut. Jetzt wird es episch weitergehen, die Musik. Wir verabschieden uns von Testkammer 10. So. Jetzt kommen wir in die... Wir sind gespannt, was uns hier wieder erwartet. So, das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. Raum 11. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Okay, so sieht es aus, wenn man stirbt. Wenn ihr dran geblieben seid und komplett von vorne geguckt habt, dann habt ihr es jetzt hier. Liebe Leute, das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. Oh. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meinen Sie ihn? So, komm schon, Alter. What the fuck? So, was passiert jetzt? Ich bin äußerst verzweifelt, was hier jetzt passiert. Ach so. So geht das also. Okay, jetzt muss ich erstmal zugehen. Jetzt schießt er da ein Portal hin. So, jetzt. Sorry, dass ich jetzt schon zum zweiten Mal sterbe, aber. Was ist denn das hier für ein Kack? Fuck. Ach so, ich glaube, das Blaue lassen wir jetzt mal da. Oder nee, wir müssen gar nicht da. Von da sind wir gekommen. Wo müssen wir denn hin hier? Ach, ich glaube, wir müssen einfach nur dieses Dings da. Okay, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ich weiß aber, glaube ich, soweit. Fuck, geh hier durch! Alter, ich war hier gerade kurz vor dem Dopsuchtsanfall, ne? Ja, das ist... Kacke. Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Aha. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist ja jetzt toll. Mehr wert als die Organe und Einkommen. Wir haben eine neue Fähigkeit dazu gelernt. Andere freuen sich, wenn sie etwas dazu lernen, und wir freuen uns, wenn wir ein zweites, eine neue Farbe an Portalen öffnen können. Letztens meinte einer Mithing Noise in meine Kanalkommentare, du Hurensohn hast kein Real Life. Ja, du kannst mich mal am Arsch lecken.
Kannst du, wenn du es mal wieder machst, ich hatte dich eh blockiert, also du brauchst mir nicht nochmal blöde kommen. Zwei sind auf deinen Kanal gegangen und meinten, sowas finden sie nicht witzig, sie werden dich deabonnieren. Ja, also ich war sprachlos, wie dumm, was es für dumme Menschen gibt. Also die Qualität der Menschheit hat echt nachgelassen. Also das perfekte Beweis dafür. Aber gut, dass es ihn gibt, denn die Welt braucht ja auch schlechte Beispiele. Also so ist es ja nicht. Ja, leck mich am Arsch. Und danke gleichfalls, du kennst mich nicht mehr. Du kannst nicht behaupten, dass meine Mutter eine Hure ist, was auch nicht der Fall ist. Solche Leute können mich echt mal, die ohne Grund, weil sie irgendwie Aufmerksamkeit brauchen, psychisch dumm sind, irgendeine Scheiße machen. Also, ja. Ich glaube, jetzt weiß ich ein bisschen weiter, was wir machen müssen. Und zwar muss ein Portal, wie es ist, da bleiben. Das Blaue ist dort. Das heißt, wir müssen das Gelbe versetzen. Aha. Wenn wir jetzt durch das Blaue gehen, müsste sich doch irgendwas tun. Aber wir kommen hier gerade überhaupt nicht voran. Was aber auch mal bei mir so passieren darf. So. Jetzt gehen wir hier durch. Was ist unser einziges Ziel? Okay. Ich nehme heute mal etwas länger auf, weil ich mache heute einfach mal so lange, wie mir lieb ist. Ich achte diesmal nicht auf die Zeit, weil ich heute schon viel Zeit habe. Wenn es euch stört, dass ich jetzt so ein langes Let's Play mache und ihr lieber ein paar Kurzserie habt, scheiß in die Kommentare, aber wahrscheinlich mache ich es diesmal immer so, wie ich es will. So, jetzt schauen wir mal, wo müssen wir hin? Was müssen wir tun? Was ist unser Ziel? Ach, wir müssen nach dort oben. Ach so. So ist das. Ich bin der Meinung, ich habe es verstanden. Wo ist der Block, ist die liebe Frage. Ach. Wir müssen nach dort. Oh. Wie wir da jetzt hinkommen. Fragt ihr besser nicht mich. Ach so, das schmeißt uns in die Höhe, das Portal. Das heißt, das war schon richtig die Idee. Nur, dass es nicht geklappt hat. Das war das einzige Problem. Es ist die Frage, wenn wir hier weitergehen, fliegen wir runter. Oh, geil. Wir haben es geschafft. Jetzt würde ich sagen, nichts mit den Portalen mehr machen. Einfach hier durchfliegen und die Show genießen. Sprachgestört als Maul, Alter. Sorry, dass ich das mal so deutlich sage, ne? Schreibt doch in die Kommentare, weil es haben wirklich, glaube ich, viele Leute Portal Let's Play. Ich glaube, damals, wo es neu rauskam, da kam echt so ein Haufen Leute, haben das da gleichzeitig gemacht. Unglaublich. Und, machen deshalb halt viele und deshalb interessiert es mich halt hier besonders. Wie ist euch? Da sie nun beide Portale kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn ihnen schwindlig wird vor Durst, kippen sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird sie mit Magenmittel und Adrenalin wiederbeleben. Aha. Okay, die macht uns ja schon Hoffnung.
Hier durch. Ach du Scheiße, nee. ich bin schwer begeistert. Es ist erstmal die Frage, wo muss das hin? Wo soll's rausflutschen? Ich glaube, so ist schon mal gut. Ja, das ist gut. Wow. Ich habe eine schnelle Reaktion gezeigt. Scheiße. Schade. Hier können wir gucken. Scheiße. Wie sollen wir das jetzt... What the fuck? Ein Stück mehr nach da wünscht der liebe Herr Blaster. Letzte Zeit einer mein Kanal Let's Pushed. Und zwar der liebe The Smoothie LP, neuerdings XX Pranker Game oder so, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Und er wusste nicht, wie man meinen Namen ausspricht. Ist kein Problem, darf ja mal passieren. Ist ja auch ein extremst außergewöhnlicher Name. Und Blaster Babu, nichts Blaster Babu, alles gut. Damit du es weißt, falls du es hier siehst und sonst sage ich dir so immer sonst so. So, jetzt ist die Frage oder das Problem. Wir kommen nicht an den zweiten Block. So. So ist das also. Oh, da freuen wir uns ja. Peace. Ach, das ist daneben gefallen. Schade aber auch. So ein Mist aber auch. So geht's auch. Als Teil des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir Sie nicht mehr belügen. Ja, ja. Nach den Tests wird man Sie vermissen. Okay. Lade Doppelpunkt. Dahin müssen wir gelangen. Wir weisen Testpersonen, die gammastrahlende Hochenergie-Portaltechnologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen Leute, über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Und sie sind jetzt mach ich gleich noch die nächste Folge, aber jetzt erstmal eine kleine Pause. Ich muss meinen Kopf erstmal wieder entspannen lassen von dem anstrengenden Portal. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst mich eure Meinung wissen und ciao, Leute.